Ich darf herzlich willkommen heißen auf der Bühne Pascal Fouquet. Pascal, du bist Wirtschaftsinformatiker, IT-Unternehmer und Projekt- und Kampagnenleiter. Du hast eine Petition gestartet namens SaveTheInternet.info. Da unter der URL erreicht man die. Und inzwischen sind es über 5 Millionen Unterzeichner. Und damit ist es die größte europäische Petition aller Zeiten. Wir haben eben gesprochen und festgestellt, es gibt noch keinen Wikipedia-Eintrag für diese Petition. Schauen wir morgen mal, vielleicht hat sich das dann ja in der Zwischenzeit geändert. Pascal, du bist heute hier und sprichst über den Zustand des Internets. Rettung oder Havarie? Wie steht es um das freie Internet? Viel Spaß. Dankeschön. Ja, ich fühle mich geehrt, dass ich hier bei Wikipedia einen Vortrag halten darf. Kenne selber die Plattform schon sehr lange. Es war damals auch so ein Vorwand, meinen Vater dazu zu überreden, als es DSL-Anschlüsse gab bei uns, dass wir doch endlich einen DSL-Anschluss bei uns zu Hause uns holen und wir endlich mal im WWW unterwegs sein können. Also ich fühle mich sehr geehrt, hier eingeladen worden zu sein. Ja, Save the Internet, ich will uns da hier mal kurz vorstellen. Wer sind wir? Wir sind eine Bürgerbewegung von unten. Wir haben zwischenzeitlich weit über 1000 Helfer gehabt. Das ist ein Kernteam, die verschiedene Unterprojekte betreuen, sei es Erstellung von Medien oder Texte schreiben und natürlich auch die Kampagnenleitung. Darüber hinaus gibt es dann natürlich noch die ganzen Aktivisten und Leute, die Demos organisieren oder die einfach simpel dann Flyer verteilen, die wir erstellt haben. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, muss man sagen. Bei uns hat bisher noch keiner einen Cent bekommen. Es wurde immer gern gesagt, die werden von Google bezahlt etc. Lamborghini konnte ich mir leider bisher noch nicht davon kaufen. Und das bisschen Geld, was wir haben, das ist rein Crowdfunding finanziert. Das waren irgendwie knapp 30.000 Euro, die wir damals zusammengetragen haben. Aber die sind auch schon fast wieder weg. Dann, was haben wir erreicht? Also erstens, wir haben unseren einjährigen Geburtstag erreicht. Wir hatten vor 3 Tagen Geburtstag. Juhu, happy birthday to us. Dann haben wir mit 5,3 Millionen Unterzeichnern die größte europäische Petition aller Zeiten gestartet, weltweit die größte zu einem digitalpolitischen Thema. Wir haben Großdemos mitorganisiert, europaweit. Wir hatten hier in Berlin, vielleicht war ja der eine oder andere da. Wer war da in Berlin, 23. März? Nur 3 Leute, da wäre noch viel mehr Potenzial gewesen. Dabei war ja auf der Wikipedia-Startseite sogar der Hinweis auf die Demos. Auf jeden Fall, da waren 40.000 bis 50.000 Leute hier in Berlin unterwegs. In München waren etwa auch so viele und europaweit halt einfach über 200.000 auf der Straße. Und in Deutschland waren wir auch damit die Demos mit den meisten Leuten auf der Straße zu einem digitalpolitischen Thema. Dann haben wir natürlich auch noch Unterstützer, die ein bisschen bekannter sind. Vielleicht kennt diesen Herrn der eine oder andere hier. Jimmy Wales hat uns auch cool gefunden, hat deswegen auch dazu aufgerufen, dass die Leute unsere Petition unterzeichnen sollen. Gut, worum geht es bei meinem Vortrag? Ich will euch ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln. Ich habe mit den Leuten, die ich diskutiere, vor allem auch Politiker, habe ich so gemerkt, denen fehlt so der Zugang dazu, worum geht es eigentlich. Die denken sich nur so bei Upload-Filtern, naja, die Urheber, die sollen ihr Geld verdienen und dann machen wir Upload-Filtern, dann kriegen die ihr Geld und die Sache ist gut. Aber die verstehen nicht so ganz, warum das so gefährlich ist für das Internet und auch für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und dann will ich auch noch darauf eingehen, was aktuell gerade so in der Pipeline ist, hauptsächlich auf europäischer Ebene, was für geplante Einschränkungen hier vom Internet letztlich da sind und auch welche Auswirkungen diese Gesetzesvorhaben, die jetzt umgesetzt wurden oder bevorstehen, was die wir haben werden. Ich fange mal wo an, womit jetzt eher wahrscheinlich niemand rechnet, und zwar Wikipedia ist die größte Wissensplattform, die wir kennen. Wenn man das Internet noch dazu nimmt, ist das Internet natürlich noch größer. Aber was ist eigentlich Wissen selber? Es gibt verschiedene Definitionen. Ich gehe einfach mal an den organisationstheoretischen Ansatz, weil das ist, wie Computer funktionieren, wie Daten übers Internet verteilt werden, das ist so das Ding, was man da braucht. Und dann nimmt man einfach so, kann man sagen, hat unten die Daten, das sind zum Beispiel Einsen und Nullen, Zahlen. Man nimmt gerne das Beispiel 1 Euro. Das wäre jetzt ein reiner Daten oder ein Teil eines Datensatzes, ein Datum, sagt man dazu. Über diese
Daten kann man dann noch strukturierte Informationen sammeln, zum Beispiel, dass ein Euro 1,12 Franken wert ist. Das wäre dann eine semantische Beziehung in diesem Ganzen. Daraus werden also so verschiedene Daten, werden Informationen. Und dann kann man natürlich noch sagen, okay, wenn jetzt ein Euro 1,12 Franken wert ist, dann ist das günstig oder teuer. Und wenn ich Geld verdienen will, und ich gehe davon aus, dass sich der Kurs eben bewegt, dann kann ich obendrauf auf diese Wissenspyramide drauf, kann ich noch ein Handeln ableiten. Dann habe ich das daraus gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe mich gefreut. Ich werde fast nur mit Bildquellen Wikipedia arbeiten. Ich habe gesagt, so, hey, das ist die Chance, wenn ich mal beim Vortrag einfach nur Quelle Wikipedia angeben kann, dann ist das heute und ich nicht gleich komisch vor den Leuten angeguckt werde. Gut, dann, dieses Wissen, das soll ja irgendwie durch die Landschaft geschafft werden. Die Leute sind neugierig, es sollen Sachen erfunden werden, Wertschöpfung etc., Kunst, Kultur. Irgendwann wurde da halt einfach mal das Internet aus logischer Konsequenz geboren. Das war jetzt nicht als kulturellen Aspekt, so hey, ich will meine Musik verbreiten oder sonst irgendwas, sondern Ende der 60er Jahre hat das US-Militär sich gesagt, so hey, ich habe da so ein paar Computer, aber wenn jetzt zum Beispiel auf einer eine Bombe drauffällt, dann sind die Daten weg. Die will ich jetzt vernetzt haben. Und dann sind die mal hingegangen und haben am Anfang 4 Computer zusammengestöpselt. Haben sich gesagt, wenn ich die vernetze und dann überall die Daten vorhanden sind, dann kann es mal Rumstat da machen, aber ich habe meine Daten noch. Es gibt noch eine lustige Geschichte, die ich jetzt nicht so verifizieren konnte, die gefällt mir aber besser, wie das losgegangen sein soll. Irgendwie haben die an einem Standort, mussten sie Daten ausdrucken, ein paar hundert Meter transportieren und dann wieder in den Computer eintippen. Und dann waren sie zu faul dafür. Und dann haben sie sich halt aus Faulheit, das ist ein sehr guter Innovationstreiber, sind sie hingegangen und haben sie gesagt, wir machen ein Netzwerk darüber, dass wir das nicht ausdrucken, rübertragen, eintippen müssen. Auf jeden Fall, das Ganze hat ganz klein angefangen. Ende der 60er eben waren es am Anfang 4 Computer. Dann Anfang der 70er sind die Universitäten dazugekommen, die natürlich das riesige Potenzial davon gesehen haben. Und dann ist es so langsam gewachsen. Und ich werde euch jetzt ein bisschen technisch erschlagen, aber ihr müsst euch das nicht merken. Aber ich finde, oder ich denke, ihr sind neugierige Leute und deswegen gebe ich euch so einen kleinen Denkansatz, wo euch, wenn es Interesse geweckt ist, dass ihr die Richtung dann nochmal ein bisschen nachschauen könnt. In den 70er Jahren haben sie einfach festgestellt, hier kommen viel zu viele Computer, weil am Anfang haben die Computer einfach alles ins Netzwerk geworfen an Informationen, die anderen haben das verstanden. Aber es ist irgendwie logisch, wenn dann irgendwie ein paar hundert Leute, wenn ihr jetzt alle anfangen zu reden, dann versteht man nicht mehr, was der andere gesagt hat. Deswegen wurden dann zum Beispiel das IP-Protokoll und das TCP-Protokoll mal so langsam entwickelt. Und dieses Protokoll, jetzt kommt die Erschlagung an der ganzen Geschichte, wie funktioniert das Internet? Jedes Mal, wenn man mit dem Computer eine Webseite aufruft zum Beispiel, dann wird diese Kaskade von oben nach unten durchgelaufen. Ich gehe auf der linken Seite von meiner Anwendungsschicht, das ist zum Beispiel der Browser, der Webbrowser, geht es runter bis auf die Bitübertragungsschicht, das ist leider ein bisschen blöder Name, man kann einfach sagen, die physische Schicht, das sind zum Beispiel die Netzwerkkabel oder die Router. Da geht es drauf, rüber und dann geht es die ganze Kaskade wieder hoch. Und jetzt zum Beispiel IP wäre auf Vermittlungsschicht und TCP wäre auf der Transportschicht. Ich lasse es einfach mal so stehen, ihr müsst es euch nicht merken, ich komme nachher nochmal kurz drauf zurück. Dann, Ende der 80er, Anfang der 90er, ging es dann mal so langsam richtig voran. Die meisten wissen es, Tim Berners-Lee am CERN, der hat sich so ein bisschen den Kopf schräg gehalten, hat sich gesagt, so, ich will dafür sorgen, dass das Wissen viel einfacher ausgetauscht werden kann und hat da den Grundstein für das Web 1.0 oder wir kennen es besser unter dem Namen, dem WWW, gelegt. Dann Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre kam das Web 2.0, das Mitmach-Web, wo User-Generated Content auf die Webseiten eingepflegt werden konnte. Und ich denke, das Paradebeispiel, das kennt ihr, das ist eben Wikipedia. Das ist eigentlich das Beispiel, was man nennen kann für Web 2.0. Dann gibt es auch noch nebendran das Web 3.0, das ist etwa parallel entstanden. Das ist das sogenannte Semantic Web. Da geht es eben um die Informationsverknüpfung, dass auch Maschinen verstehen, wie wenn man aus Daten Informationen und Wissen aufbauen kann. Also da wird zum Beispiel verknüpft, ein Huhn ist ein Vogel und ein Vogel hat Federn. Solche Verknüpfungen werden in diesem semantischen Web gemacht. Und deswegen habe ich euch vorher auch diese Pyramide gezeigt. Wir befinden uns da in der mittleren bis oberen Stufe, was da implementiert werden soll. Und interessanterweise auch ist, dass der Tim Berners-Lee auch da so ein bisschen seine Finger von Anfang an im Spiel hatte. Und dann gibt es noch das Web 4.0, das geht dann so um Wertschöpfungssachen etc., künstliche Intelligenz. Gut,
Was ist die Grundintention des Internets? Ich habe es vorher kurz angesprochen. Es geht rein darum, den Informationsaustausch zu gewährleisten. Darum geht es einfach. Die gesamte Architektur und auch die Prinzipien, die Mechanismen im Internet, die sind darauf abgelegt, dass Informationen frei zur Verfügung stehen. Und das ist jetzt nicht so, was man da gerne vorwirft, so ja, Copyright und so weiter, keiner will für Sachen Geld bezahlen. Man sieht es auch eindeutig zum Beispiel an der Security im Internet. Das kam immer erst später. Also ich habe vorher das erzählt mit den 4 Computern, die so zusammengehängt sind, oder auch wenn ihr zu Hause in eurem Netzwerk seid, wenn ihr das Kabel ranhängt, in eurem kleinen Netzwerk selber, wenn ihr keine verschlüsselte Verbindung macht, dann kann man da alles mitlesen. Das ist alles im Klartext vorhanden. Und diese Verschlüsselungsmechanismen, die wurden eben, und ich habe vorher dieses Schichtmodell gemacht, das wurde immer erst später auf höheren Schichten, als jetzt zum Beispiel in der 2. Schicht implementiert, wo man das theoretisch auch machen könnte, aber man es halt nicht gemacht hat, weil man damals sich gesagt hat, so ja, freies Zugang zu Wissen, dann macht niemand was Böses. Genauso auch mit Spam. Spam kann ja auch, Spam-Mails kann jeder rumschicken, weil einfach keiner dran gedacht hat, dass da irgendjemand mal Werbung rumschickt. Bis dann mal Ende der 80er Jahre einer mal für seine Computer, waren es glaube ich, seine Werbung mal auf irgendwie alle 800 bestehenden E-Mail-Adressen, die es damals gab, einfach mal rausgeschickt hat. Gut, und eine weitere Grundintention des Internets oder ein Mechanismus, eine Eigenschaft, die ganz wichtig ist, finde ich, das ist, dass im Internet alle gleich sind. Ich weiß nicht, ob die Leute hier diese Karikatur kennen. Die ist grundsätzlich sehr bekannt und was ich sehr beeindruckend finde, die kommt von 1993. On the Internet, nobody knows you're a dog. Was heißt das? Das heißt einfach, dass ich was schreiben kann im Internet und jeder ist primär mal darauf beschränkt, die Information selber zu lesen und kann sich nicht darüber ableiten, wer das geschrieben hat, ob das jetzt einen Wert hat oder wie korrekt, wie falsch oder sonst irgendwas es ist. Alle sind primär mal gleich. Hat nicht immer Vorteile, wenn man dann so sieht, was so auf Twitter und auf Facebook etc. von sich gegeben wird, dass da alle gleich sind. Aber grundsätzlich ist diese Grundeigenschaft, finde ich, elementar wichtig für unser Internet. Gut, das waren jetzt so ein paar Sachen, die ich mal so außenrum um meinen Vortrag gesponnen habe. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen direkt zum Kern des Themas. Es ging ja in dieser Urheberrechtsreform, wo wir unsere Petition gestartet haben, war ein Kernkritikpunkt diese Upload-Filter. Jetzt will ich euch kurz erklären, was ist ein Upload-Filter. Jetzt wird es auch wieder kurz ein bisschen technisch. Bei Upload-Filtern wird einfach ein Algorithmus abgearbeitet, wo Daten von einer großen Eingabemenge auf eine kleinere Zielmenge abgebildet werden. Das ist so eine genannte Hash-Wertberechnung oder halt auch Fingerabdruck. Beim Fingerabdruck zum Beispiel, da werden diese Kreisel und auch Lücken, die werden so in Relation zueinander gemessen und dann wird das abgebildet. Und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt der gleiche Fingerabdruck oder ein anderer. Und ich bringe mal das Beispiel, wie man einen Hash-Wert rudimentär berechnen kann. Nehmen wir mal Quersumme. Und tun wir das gleich mal auf das Beispiel Urheberrecht machen. Die Zahl 341 ist Copyright geschützt. Ja, ich will irgendwo im Internet 341 schreiben. Jetzt ist da ein Upload-Filter. Der Upload-Filter-Algorithmus ist einfach, ich mache eine Quersummenberechnung. Das heißt, es wird die Zahl 3 plus 4 plus 1 addiert. Das gibt, sehr gut, kann jemand Kopf rechnen. Das hat zur Folge, ich kann mit dieser Quersummenberechnung mit der 8, kann ich in einer anderen Datenbank gegengucken, habe ich da irgendwo einen Quersummenwert mit 8? Und dann kann ich sagen, okay, das ist Copyright geschützt. Ich muss nicht die Zahl 341 mit der 341 vergleichen, sondern ich tue in einem vorgegangenen Zeitpunkt tue ich die Quersumme aus 341 berechnen, tue 8 in die Datenbank eintragen und wenn jetzt ein Upload kommt mit der Zahl 341, 88, oh, Copyright-Verstoß. Das Blöde ist, man sieht es sofort, die Zahl 431 oder 143 hat auch als Quersumme 8. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem bei diesen Upload-Filtern, dass man aus ganz großen Datenmengen das runterbrechen muss auf ganz wenige Daten. Also sagen wir mal, oder in diesem Beispiel hier sind es 1000 Zahlen, werden nur mit 10 Zahlen überprüft, ob die gleich sind. Und dann hat man sogenannte Kollision. Das sieht man auch hier auf der rechten Seite oben. In dem Fall hat man eine Kollision zwischen John Smith und Sandra Dee.
weil die alle auf der 2 abgebildet werden. Man sagt dazu auch, das ist jetzt so das Low-Level-mäßigste, was ich heute bringe, die Definitionsmenge ist einfach größer als die Zielmenge und das ist eine sogenannte subjektive Funktion, wer dem Ganzen mal ein bisschen nachgehen will. Gut, also in diesem Upload-Filter selber geht diese Hash-Wert-Berechnung durch, ich habe dieses Ergebnis und dann tue ich das mit der Datenbank mit den Vergleichsdaten abgleichen. Das hat halt einfach den Vorteil, dass ich nicht überall alle Daten gleichzeitig halten muss. Das heißt, ich muss nicht auf YouTube alle jemals vorhandenen Videoaufnahmen ablegen, sondern kann einfach diese Hash-Werte miteinander vergleichen. Das ist ein Upload-Filter. Und das Problem an diesem Upload-Filter ist, es ist einfach eine Inhaltserkennung und ob ich jetzt am Ende Lizenzgebühren eintreibe oder zum Beispiel eine unliebsame Meinung unterdrücke, das ist dann echt nur noch eine Zeile Code. Gut, Upload-Filter. Warum ist das richtig doof? Es stellt einfach einen Paradigmenwechsel dar. Ich habe ja vorher schon so gezeigt, so Netz ist freier Austausch und so weiter und so fort. Und dann so vor etwa 20 Jahren ging das so los, Copyright-Verstöße und so weiter. Und dann hat man sich auf einen Grundsatz geeignet, und zwar dieses Notice and Takedown. Das heißt, man kann was hochladen, dann tut ein Copyright-Inhaber feststellen, so, oh, das ist mein Lied. Dann wird die Plattform angeschrieben, hey, das ist mein Lied, nimm das runter und dann wird das gelöscht. Die Plattform ist raus, sie muss nur die Daten löschen, Sache erledigt. Wer sich strafbar gemacht hat, das ist der Nutzer selber, der diesen Urheberrechtsverstoß gemacht hat. Und von diesem Notice and Takedown soll drüber gegangen werden in den Paradigmenwechsel zur Plattformhaftung. Dass halt eben YouTube oder, Sie haben ja netterweise Wikipedia rausgenommen, aber alle Plattformen, wo User Dinge hochladen können, dass die dann in der Haftung sind für diese Copyright-Verstöße. Und man kann sich mal vorstellen, wenn Ende der 90er Jahre hingegangen wäre und gesagt hat, die Plattformen sind dafür haftbar. Also ich denke, Wikipedia würde in dieser Form definitiv nicht existieren, weil sich einfach keine Plattform das leisten könnte, dieses finanzielle Risiko zu tragen, für Urheberrechtsverstöße zu haften. Das heißt, durch diesen Paradigmenwechsel wird enorme, ich sage jetzt mal, Arbeitskraft, Kreativität etc. langfristig einfach blockiert werden, weil diese Plattformen sich das nicht leisten können. Da kommen wir direkt zu diesen Problemen und Auswirkungen. Ich habe das vorher schon kurz angesprochen bei den Upload-Filtern mit diesen False Positives, dass eben mehrere Ausgangsdaten den gleichen Endwert haben können bei dieser Hash-Wert-Abgleichung. Des Weiteren muss man auch noch sagen, dass die Algorithmen zur Berechnung von diesen Hash-Werten auch nicht super toll sind. Also das heißt, Videomaterial zu erkennen, was da drin ist, das ist gar nicht einfach. Was man einfach vergleichen kann, ist natürlich ein Foto, was 1:1 das gleiche ist. Aber bewegte Bilder zum Beispiel, das ist super schwer. Da wird dann gesagt, so ja, künstliche Intelligenz etc., da wird das schon richten. Wobei, das ist eine ganz persönliche Meinung von mir, ich denke, künstliche Intelligenz ist momentan eins der am überbewertetsten Dinge, die wir haben. Also da wird viel mehr versprochen von Wirtschaft und etc. Und Politiker glauben das auch noch. Es ist für mich so ein bisschen, kommt mir das vor, wie mit Kernfusion. Da hat man vor 70 Jahren auch gesagt, ja, in 20 Jahren haben wir das mal. Man sagt immer noch, in 20 Jahren haben wir es dann vielleicht mal, 50 Jahre sind es dann vielleicht. Und genauso das Gleiche ist auch bei der künstlichen Intelligenz. Ich denke, das dauert halt nicht nur 2 Jahre, wie es manche Politiker gerne hätten, weil dann sind ja die Upload-Filter müssen da sein. Es wird wahrscheinlich auch keine 5 Jahre dauern, es wird deutlich länger dauern, wenn wir es überhaupt in der Form hinkriegen werden. Dann haben wir natürlich bei diesem Upload-Filter eben eine Inhaltserkennung. Das heißt, man analysiert nicht mehr, oder man analysiert nicht, wer mit wem kommuniziert, sondern wer was. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe auf Facebook und 3-mal einen kritischen Zeitungsartikel zu einem Thema poste, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ich auch so in etwa ticke, wie dieser kritische Artikel das ein Thema beschreibt. Dadurch haben wir eine direkte Folge, dass das sich ändert, wie wir kommunizieren. Weil Leute, die sich beobachtet fühlen, die kommunizieren anders. Also jeder, der arbeitet, der hat auch nicht gerne, wenn der Chef die ganze Zeit über seine Schulter guckt. Man tut einfach sein Verhalten ändern. Ich tue jetzt auch anders hier auf der Bühne stehen, als wenn ich jetzt da gemütlich im Stuhl im Publikum rumlümmeln könnte. Des Weiteren wird sich auch noch verändern, oder noch ein Beispiel, ich kenne
Freunde von mir, die sagen, sie tun per se in der Öffentlichkeit sich nicht zu politischen Themen äußern, weil sie einfach keine Lust haben, dass das irgendwo auf Facebook oder so analysiert wird, wie die Person tickt, weil sie einfach Schiss haben, dass da irgendwann mal ein Strick draus gedreht wird. Und der zweite Punkt ist auch, wie sich das verändert, wie wir kommunizieren. Zum Beispiel, wenn ich einen Upload mache im Internet, dass wenn ich dann das erste Mal kriege, hey, das ist ein Copyright-geschütztes Material, es ist geblockt worden, dann muss ich einen ewig langen Prozess durchgehen, dass es dann doch freigegeben wird, wenn ich im Recht bin. Wenn ich das noch ein zweites Mal mache, dann mache ich das vielleicht noch, aber ein drittes Mal mache ich das nicht mehr. Das heißt, die Leute werden dann auch sukzessive, wenn die Filter nicht vernünftig funktionieren, und man muss leider davon ausgehen, dass sie nicht vernünftig funktionieren, dass sie langsam irgendwann keinen Bock mehr haben auf die Art und Weise, wie wir es momentan gewöhnt sind, zu kommunizieren. Dann, Urheberrecht kann auch dazu missbraucht werden, Informationskontrolle zu betreiben. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Auf der Demo in Berlin, da gab es einen YouTuber, der hat live gestreamt. Und da ist im Hintergrund ist ein Wagen gewesen mit Musik. Der Algorithmus, also es gibt so ein Content-ID-System von YouTube, der hat erkannt, dass da copyright-geschützte Musik läuft und der hat denen einen Copyright-Strike gegeben. Obwohl eigentlich diese Musik selber mit dieser Zeitdokumentation, dieser Demonstration nichts zu tun hat. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und wir hatten ja gerade, man stellt sich vor, in einem repressiven Regime gehen Leute auf eine Demo, filmen das und wollen das auch auf einer Plattform hochladen, aber die Regierung hat zum Beispiel eine Erkennung laufen, hey, das ist eine Aufnahme von dieser Demo, ich will nicht, dass das verbreitet wird, das wird rausgefiltert. Da kann einfach die Informationskontrolle direkt reinschlagen und das ist sehr ungesund für unsere Demokratie, denke ich, wenn man solche Systeme haben. Das nächste ist, und das ist ein Argument, was man sehr, sehr selten hört, es führt zu einer Entmündigung des Bürgers, wenn ich so einen präventiven Upload-Filter habe. Und zwar in unserer freien Gesellschaft ist es so, wir haben Gesetze, an die müssen wir uns alle halten. Aber wir haben auch die Freiheit zu sagen, okay, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich verstoße dagegen, aber ich lebe mit den Konsequenzen damit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und das auch mal so ein bisschen auf in ein repressives Regime nehmen, die sagen einfach, Fotos von Demonstrationen dürfen nicht veröffentlicht werden. Ich will einen Upload-Filter haben. Wenn der Upload-Filter da ist, übernimmt das Ganze. Aber dieser Bürger hätte damit gar nicht mehr die Chance hinzugehen, ich finde das schlecht, dieses Gesetz, ich finde es wichtig, dass die Bürger informiert sind, ich stelle das ins Internet. Das wäre damit nicht mehr möglich. Dann ich fand das irgendwie sehr, 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 sehr erschreckend. Und zwar, wir haben eben öfters auch gesagt, so ja, das ist eine Zensurinfrastruktur, die wir hier aufbauen. Diese Inhaltskontrolle, die da möglich ist. Und ich habe es vorher gesagt, ob da am Ende nur Copyright-Gebühren fällig werden oder ob eine unliebsame Meinung rausgefiltert wird, das ist am Ende nur noch eine Zeile Code. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja gemeint, so, ne, wir müssen mal drüber reden, ne, wie Meinungen und so weiter verbreitet werden dürfen. Und das ist genau das, ne? So, juhu, wir haben jetzt die Upload-Filter. Wenn das umgesetzt werden soll, oder wenn man ihr bösartig unterstellt, wenn sie da wirklich solche Sachen gemeint hat, da könnte man das mit diesem Upload-Filter direkt machen, die Technik wäre vorhanden. Und dann Missbrauch auch von Copyright beispielsweise als zur Informationskontrolle, dieses Depublizieren. Das ist auch vielen Leuten nicht bekannt. Die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland zum Beispiel, die produzieren unendlich viel, in Anführungszeichen, Dokumentationen. Und die stellen die auch auf ihre Online-Plattformen. Aber nach 7 Tagen müssen die wieder sogenannt depubliziert, ein hübscher Euphemismus, depubliziert werden. Das ganze Geld, was in diese Dokumentationen reingeflossen sind, das ist ja der Riesenanteil, das nur noch im Internet zu stellen, das ist kostenmäßig nicht relevant. Und damit werden natürlich auch Dokumentationen, die zum Beispiel auch sehr kritisch sind, können damit kontrolliert werden. So, wenn zum Beispiel, es gibt diese eine Studie über Glyphosat, die wurde auch publiziert. Ich weiß nicht, wer das war, das Bundesamt für Risiko, Dingsbums, mir fällt gerade der Name nicht ein. Die haben so eine Studie zu Glyphosat gemacht, das wurde ins Internet gestellt, so bam, Copyright Strike muss weggenommen werden. Es ist ein Mittel zur Informationskontrolle. Gut, was läuft gerade noch? Wir haben auf EU-Ebene TEREC am Laufen,
Da sind die sogenannten Terrorfilter drin, das ist same, same, but different wie die Upload-Filter, nur soll halt terroristisches Propagandamaterial etc. rausgefiltert werden. Gleiche Problematik wiederum wie mit den Upload-Filtern natürlich, man kann damit alles filtern, was man lustig ist. Und was ich bei Terek auch noch sehr negativ finde, damit wird die Dokumentation zum Beispiel von Kriegsverbrechen auch verunmöglicht. Also zum Beispiel diese Enthauptungsvideos vom IS, nehmen wir dieses Beispiel, das kann auf der anderen Seite propagandistisch für ihre Gefolgschaft verwendet werden, aber auf der anderen Seite ist das einfach auch eine Dokumentation von Kriegsverbrechen und ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, ob man uns das erlauben wollen, solche Dinge, dass die nicht mehr bekannt werden. Dann Vorratsdatenspeicherung, so ein Evergreen, der kommt so alle 5 Jahre mal wieder aus der Schublade raus. Ne? Da geht es eben gerade darum, wer kommuniziert mit wem, da kann man nämlich auch sehr viel ableiten. Netzwerke, wer kennt wen wie gut, wer sind Multiplikatoren in Nachrichtenwegen. Die wurde schon ein paar Mal von Gerichten gekippt und jetzt die Tage kam das mal wieder auf, dass sie gerne auch noch neben den Upload-Filtern auch noch gerne die Kommunikation direkt gecheckt hätten, wer mit wem kommuniziert. Dann kam jetzt auch noch auf Klarnamenpflicht, ne? Weil wir halt hier auch in der analogen Welt direkt wissen, mit wem wir reden. Also in dem Fall bin ich tatsächlich angeschrieben, aber als ich hergelaufen bin, hatte ich das Schild noch nicht. Und wenn jemand irgendwas Blödes gemacht hätte, zum Beispiel, ich nehme jetzt ein plakatives Beispiel, irgendwie eine Frau hart angebaggert hätte und ich wäre jetzt dazwischen gegangen und ich hätte meinen Namen und Adresse dran gehabt, ne? Dann hätte ich damit rechnen können, dass der vielleicht irgendwie ein paar Tage später mit 10 anderen Leuten vor meiner Haustür steht. Das wäre jetzt mal ein Beispiel, wieso Klarnamenpflicht irgendwie erstens nicht in der analogen Welt überall vorhanden ist und zweitens halt dieser Vergleich mit dem Internet ziemlich blöd ist. Und da gibt es genug Beispiele, wieso es wichtig ist, dass man im Internet keine Klarnamenpflicht hat. Ich will das Recht haben, mächtige Leute auch anonym zu kritisieren. Ich will zum Beispiel auch als Journalist, bin ich jetzt nicht, aber ein Journalist soll ja auch verdeckt recherchieren können, dass er das nicht unter seinem Klarnamen muss, weil Leute, wenn sie wissen, wenn sie beobachtet werden, da sind wir wieder, verhalten sie sich anders, sie kommunizieren nicht so, wie wir das gerne hätten, wenn wir sie beobachten wollen. Und das ist so, was gerade so aktuell läuft. Also eben auch so diese Klarnamenpflicht, Vorratsdatenspeicherung, Terek. Ist halt eben auch wieder so ein Angriff auf die Informationsausbreitung, freies Wissen, wie wir kommunizieren, wie wir ticken. Und ich denke, in der Güterabwägung, das Recht auf Sicherheit beispielsweise, das Recht auf eine angemessene Vergütung von Künstlern und so weiter und so fort, gegenüber wie eine Gesellschaft, eine freie Gesellschaft heutzutage funktioniert, da muss ich sagen, bin ich in meiner Endabwägung doch auf der Seite der freien Gesellschaft. Ja, jetzt bin ich durch. Wir hätten offiziell noch mindestens 4 Minuten Zeit für Fragen. Dankeschön. Kann man die Präsentation irgendwo bekommen? Ihr stellt die dann online? Nee, ne? Ja. Wird die Präsentation online gestellt, selber? Das weiß ich noch nicht, aber ich nehme das mit und schreibe. Ich habe meinen Laptop da. Komm nachher zu mir, ich schick's dir gleich per Mail. Wann noch? Ich will mindestens 3 Fragen hören, nach der jetzt. Sonst gehe ich hier nicht weg. Bitte. Kann ich die Upload-Filter umgehen, indem ich einfach die IP-Adresse eingebe? Nein. Das ist schade. Geht nicht. Also vielleicht um Upload-Filter zu umgehen, also ich denke, es wären dezentralisierte, kryptografisch abgesicherte Plattformen kommen, wo End-zu-End-Verschlüsselung stattfindet und diese werden dann halt wieder funktionieren, ne, weil die Upload-Filter da nicht drauf zugreifen können. Aber da ist natürlich auch wieder ein Angriff drauf vorgesehen und zwar soll Verschlüsselung natürlich entsprechend geschwächt werden, dass der Staat auch wieder entschlüsseln kann. Wie siehst du denn, wie es jetzt weitergeht sozusagen, so im 10-Jahres-Horizont oder sowas? In welcher Beziehung direkt? Na, mit dem offenen Internet und den ganzen rechtlichen Ansätzen, die ja jetzt tendenziell stark darauf abzielen, so die Freiheiten einzuschränken.
Also ich finde es hochgradig bedenklich. Ich habe die Gründe vorher genannt. Eben, und was kommen wird, eben so dezentrale Plattform, kryptografisch abgesichert, end-to-end verschlüsselt. Da sind auch viele kleine Projekte, sowas wie VPNs und so weiter, werden sich natürlich auch stark zur Anonymisierung verbreiten. Ich denke auch gleichzeitig werden die Leute sich weiter selber einschränken, was Kommunikation angeht. Ich bin selber auch so der Prototyp, als die Sachen von Edward Snowden 2014 rausgekommen sind. Da gab es bei mir so einen richtigen Bruch. Da habe ich aufgehört, auf Facebook und so weiter meine politischen Dinge zu posten, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte, dass das festgehalten wird. Ich wollte da eher dann wieder unter Radar sein und dann, naja, gut, hat sich jetzt erledigt seit einem Jahr, ne, seit ich da Safety Internet aufgezogen habe. Dass irgendwann das Internet ein Sumpf ist, mit dem ich eigentlich mich nicht mit mehr identifiziere, wenn da jeder machen kann, was er will. Ja, aber es gibt ja schon, es ist ja so, dass viele Dinge. Da sind wir doch schon, ich sage mal, wenn ich jetzt sehe, was da alles da gepostet wird und gemacht und verleumdet und sonstige Dinge. Also ich. Aber da kann man ja auf normalen. Ich bin seit 45 EDVler, da kreuz. Ja, schon, aber nichtsdestotrotz, also wenn ich zum Beispiel eine Verleumdung im Internet sehe, bleibt mir der normale Rechtsweg ja offen. Dazu brauche ich jetzt nicht Inhaltskontrolle, die Sachen automatisch ausfiltern. Weil der Nachweis, wer was gemacht hat, ist ja zurzeit nicht möglich. Wenn man weiß, wie man sich anstellen muss, ist das tatsächlich so, ja. Aber es ist halt auch wieder so eine Güterabwägung, sage ich mal, freie Gesellschaft gegenüber dem. Die Grundrechte werden mit solchen Dingen stark eingeschränkt. Und eine Gesellschaft muss ja auch bis zu einem gewissen Grad Unrecht tolerieren können. Und wenn dieser Grad, der natürlich von der Gesellschaft an sich zu definieren ist, wenn der überschritten wird, diese Grenze, dann muss man entsprechend agieren. Aber ich denke, hier wird viel zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Ich denke grundsätzlich, wir sind hier bei so solchen Dingen, sind wir bei einer, wenn wir das im Internet kontrollieren wollen, wie es geplant ist, dann sind wir da bei einer Symptombekämpfung. Also nehmen wir zum Beispiel Fake News. Das soll ja jetzt auch mit künstlicher Intelligenz und so weiter bekämpft werden. Ich vertrete schon seit über 10 Jahren die Haltung, dass Medienkompetenz viel zu stark vernachlässigt wird in unserer Gesellschaft. Ich denke auch die Bildung. Wenn wir einen deutlich höheren Bildungsstandard hätten in einer Gesellschaft, mit einhergehender Medienkompetenz und halt auch, ich sag mal, vernünftiger Umgang miteinander, dann, es sind ja meistens die Extremsachen, die uns dann solche extremen Gesetze bescheren. Und wenn wir halt Medienkompetenz, Bildung, vernünftiger Umgang miteinander, da müsste man ansetzen. Das wäre die Ursachenbekämpfung. Im Internet hier irgendwelche Kontrollmechanismen zu installieren, das ist eine Symptombekämpfung. Wir haben bei der Medienkompetenz, solche Zeitungen nicht mehr zu unterstützen. Ja, eben, aber da wären wir bei Bildung. Ich sehe das große Problem. Wenn wir absolute Sicherheit haben wollen, haben wir keine Freiheit mehr. Das Leben besteht aus Risiken und ich muss bereit sein, diese Risiken auf mich zu nehmen, damit ich frei leben kann. Ich bringe vielleicht noch ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ich bin selber Bergsteiger, Kletterer und ich begebe mich da zweifelsohne regelmäßig in Lebensgefahr. Aber das ist eine Freiheit. Und
auch beim Bergsteigen werden immer mehr Bohrhaken gesetzt, die eigentlich eine mehr oder weniger eine hundertprozentige Sicherheit darstellen. Und ich bin eigentlich ein vehementer Gegner dieser Bohrhakenkultur in den Bergen, weil der Erlebnisfaktor deutlich zurückgeht. Und da ist es halt auch eine Abwägung. Ich mache Risikomanagement und ich will die Freiheit haben, selber zu entscheiden, eine Bergtour zu machen. Man könnte ja Bergsteigen zum Beispiel verbieten, weil es gefährlich ist. In Schweizer Alpen, ich komme aus der Schweiz, ich wohne da, da sterben jedes Jahr, glaube ich, 100 Leute. Betten verbieten, die meisten Leute sterben im Bett. Hinter Ihnen ist noch jemand. Ja. Was ich sehe, ist, dass die ganze Digitalisierung ganz tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat. Und unsere Gesellschaft ist dann nicht darauf vorbereitet derzeit. Und unsere Politiker sehen das nicht, dass das kommt. Das sehe ich als große Gefahr. Dass die Gesellschaft nicht darauf vorbereitet ist? Ja. Sehe ich so. Auch so, ganz klar. Ja. Da hätte man mal vor 15 Jahren anfangen sollen, das politisch aufzugleisen. Aber da war man eben noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Zurück zu den Urheberrechten. Wie könnte eine Lösung aussehen, um die wahrscheinlich berechtigten Ansprüche der Urheber zu gewährleisten? Ich muss sagen, das wäre eine Konsequenz oder ein Mittel, womit die ganze Diskussion unnötig wäre. Aber das ist ein Fass, was man da aufmachen würde in dieser Diskussion, das man nicht aufmachen möchte. Beispielsweise, also ich persönlich, das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche Meinung, ich fände es super, wenn man auf jeden Internetanschluss, auf jeden Handyvertrag irgendwie 5 € oder 10 € im Monat nochmal draufklatscht und das entsprechend ausgeschüttet wird, aber nicht über sowas wie GEMA, sondern mal über nicht so Abzockerverein, also nicht so ein Abzockerverein wie diese sind, man muss ja alles solche auch betiteln. Das wäre zum Beispiel was, wo ich favorisieren würde. Und man muss ja auch sagen, das System selber, es funktioniert halbwegs. Es könnte besser sein und klar, viele Künstler können von ihrem Zeugs nicht leben, das ist so. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir momentan eine katastrophale Situation haben, wo man wirklich solche radikalen Lösungen in Betracht ziehen müsste. Ich habe Probleme mit der Anonymität. Wenn einer ein Köpfungsvideo ins Netz stellt, warum soll der anonym bleiben? Das Problem ist, dass wenn man da anfängt, die Anonymität aufzulösen, dann sind wir eben ganz schnell dabei, dass das repressive Regime sagen, so politisch unliebst. Das Problem ist, dann habe ich auch keine Whistleblower mehr. Ja. Aber was ändert, also ich bin jetzt mal, ich liefere jetzt mal noch einen ganz ketzerischen Denkansatz. Was nützt es der geköpften Person? Der nützt es nichts. Es ist nur ein Denkansatz. Ich will damit die Diskussion nicht irgendwie... Es ist wirklich ein Extrembeispiel und da hat man diese Dinge, wo man wirklich sagen muss, wird es nicht mehr Sinn machen, aber ebenso, was nützt es der geköpften Person? Ich sehe auch das Problem, ich weiß nicht, ob es eben durchgekommen ist, weil ich mir einfach dazwischen geredet habe, wenn ich jetzt so etwas nicht anonym ins Netz stellen kann, kann auch ein Whistleblower, was wirklich für uns wichtig ist, nicht ins Netz stellen. Genauso wenig unterbinde ich damit dann auch bürgerlichen Ungehorsam. Ohne bürgerlichen Ungehorsam hätten wir zum Beispiel nicht die Französische Revolution gehabt. So schlimm sie war, trotzdem ist das ein Schritt in Europa gewesen zur Demokratie. Und so kann man in der Geschichte immer wieder Sachen sehen, wo bürgerlicher Ungehorsam uns weiter Richtung Demokratie gebracht hat. Und das zu unterbinden, fände ich ganz, ganz schlimm. Ich schließe mich dem als Schlusswort einfach an. Ja, wir sind also ich hätte noch eine Frage. Wir sind jetzt an dem guten Punkt,
wo wir einerseits über der Zeit sind, aber in der Diskussion so schön, dass auch eine Dynamik reingekommen ist. Deshalb würde ich das gerne einmal nach da verlagern. Wir haben keine Berge für dich hier fürs Abenteuer, aber zumindest eine Datenpumpe, an der man noch verweilen kann. Pascal, herzlichen Dank für deinen Input. Wir machen gleich weiter mit dem Panel zu Regeln. Dahinter steht unter anderem Wiki für alle, für die Leute, denen das was sagt. Und wir dürfen hier gleich vier Menschen auf der Bühne willkommen heißen. Es geht weiter um 16 Uhr. Bis dahin ist draußen noch ein bisschen was zu essen und zu trinken. An dich nochmal herzlichen Dank, Pascal. Gerne. Bis später. Danke für die Einladung. Dankeschön. Danke.